Rocha, der Mann aus Argentinien in der roten Ecke in grünen und weißen Trunks. Er ist 24 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 75,3 Kilogramm. 1,75 Meter ist er groß, Profiboxer seit dem Jahr 2008 mit dieser Statistik. 20 Kämpfe, 19 Siege, 11 davon durch Knockout. Sein Coach Oscar Farras aus Buenos Aires, Argentinien. Der WBO Latino Champion im Supermittelgewicht, Pablo Oscar Natalio, genannt Pokémon Farias. Direkt gegenüber, fighting out of the blue corner, in La Esquina Azul, die blaue Ecke mit dem Ex-Weltmeister aus Deutschland. 31 Jahre ist er alt, genau 76,0 Kilogramm war beim gestrigen Wiegen schwer. 1,78 Meter groß, Profi seit dem Jahr 2003 mit dieser Bilanz. 35 Kämpfe, 32 Siege, 26 Mal durch Knockout. Sein Trainer, Ole Wegner aus Berlin, Deutschland. Der frühere Mittelgewichtsweltmeister, former 11 times middleweight champion of the world from Germany, Arthur Abraham. Wer trägt den Gürtel des Champions nach diesem Fight? Farias oder Arthur Abraham? Die Antwort gibt es jetzt live aus der Baden Arena in Offenburg. Come on. Pay attention, follow my commands. Muy atento a mis indicaciones. Good luck. Suerte, que gane el mejor. Jetzt geht's. Das ist der Moment, dem so viele entgegengefiebert haben. Nicht zuletzt er selbst, Arthur Abraham, nach achtmonatiger Ringpause wieder im Seil gefiert. Hat er zu laut getönt? Noch in diesem Jahr will er wieder Weltmeister werden, hat er gesagt. Ist unsere Erwartungshaltung befeuert von der Sehnsucht nach den früheren klaren Entscheidungen, diesen 26 krachenden K.O.s, die Arthur Abraham im Verlauf seiner Karriere zustande gebracht hat, vielleicht zu groß? Fragen, die jetzt im Ring beantwortet werden müssen. Und ob die Antwort befriedigend ausfällt, hängt natürlich auch von der Qualität und Klasse des sorgfältig ausgesuchten Gegners, von der Klasse Pablo Farias aus Argentinien. Beide boxen in der Normalauslage, also die linke ist die Führhand, die rechte die Schlaghand. Und Arthur Abraham hat ja angekündigt, dass er im Gegensatz zu früheren Gefechten diesmal von Beginn an offensiver sein will. Nicht so passiv hinter der Doppeldeckung verschanzt, wie wir das aus zahlreichen Ringschlachten mit dem Wahlberliner erlebt haben. Sollte vielleicht einen Schritt raus machen jetzt und das Ganze wieder etwas beweglicher gestalten. Etwas stark sich die Beinarbeit von Farias. Steht sehr weit auseinander, auf sehr platter Sohle. In der Hüfte ein bisschen steif. Zweieinhalb Minuten, die besser für Arthur Abraham gelaufen sind als für Farias, auch wenn nicht allzu bewegendes hier passiert ist bisher. Die meisten seiner K.O.s hat Arthur Abraham so ab der fünften Runde gelandet. Mal sehen, wie lange Farias hier mit und durchhalten kann. Die Trainerperspektive auf das Geschehen, bei dem Arthur Abraham auch in dieser dritten Runde für meinen Geschmack bisher zu wenig gemacht hat. Jetzt vielleicht mal, jetzt setzt er nach. Da gab es eine Linke zum Kopf.
Und Pokémon ist auf schnellen Beinen unterwegs. Das ist der Spitzname von Pablo Farias nach der Figur aus diesem Computerspiel. Die Kinder in Argentinien lieben ihn. Genau deswegen hat viele Fans, gerade unter den Kleinen, weil er ein Pokémon ist, das immer wieder auftaucht. Linke von Farias, auf die muss man im Übrigen aufpassen. Die kann er variabel schlagen. Zwischendurch wird er ein bisschen zu fest, muss ich immer wieder mal ausschütteln mit den Armen. Aber er hält hier bisher ordentlich mit. Noch knappe 30. Die rechte nur angetäuscht. Und dann die linke. Leichter Wirkungstreffer. Farias versucht wegzutauchen. So unkontrolliert die Schläge von Arthur Abraham. Mal sehen, was der Coach ihm dazu zu sagen hat. Warte, der rechte Aufwärtshaken ist Gold wert. Hau den doch mal. Den triffst du sowieso. Hau den lang rein. Versprechen wir das, dass du es machst. Ja? Gut. Nee. Er fühlt sich, als wenn du so einen Kopf hast. Glaub mir das. Okay. Komm her. Super Mittelgewicht. Viel Boxprominenz heute hier. Alle sind gespannt auf dieses große, auf jeden Fall groß angekündigte Comeback von Arthur Abraham, bei dem noch Wünsche offen bleiben. Zum Beispiel der Aufwärtshaken. Sein Trainer hat ihn gerade angemahnt. Da muss mehr kommen. Wir haben eben in einer Szene gesehen, dass die Salven, die Arthur Abraham da abgefeuert hat, doch mehr oder weniger auf die angelegte Deckung von Farias geprallt sind. Er muss genauer schlagen und auch mal abwechslungsreicher mit dem Aufwärtshaken dazwischen fahren. Nicht ungeschickt die Gegnerwahl. Guter Rekord, 20 Kämpfe, 19 Siege, eine Disqualifikationsniederlage, weil nach Trennkommando nachgeschlagen. Die Argentinier mit Mut boxend, im Vorwärtsgang boxend. Er ist in allen Weltverbänden platziert, in zweien sogar, wo Arthur Abraham nicht mehr zu finden ist. Mit einem Sieg könnte Arthur Abraham auch diese beiden Positionen, die im Moment noch Pablo Farias hält, wieder übernehmen. Aber wichtig natürlich vor allem, dass dieser Mann schlagbar ist. Auch wenn Arthur Abraham diese Linie bisher hat vermissen lassen. Wir würden uns eine überzeugendere Vorstellung jetzt nach der Hälfte der vierten Runde wünschen. Der hält dagegen, der Farias. Seine größte Gefahr, dass er bei eigenen Attacken gelegentlich sträflich offen ist. Und auf diese Chance muss Arthur Abraham eigentlich laufen. Ja, nicht nur rausstrecken und da stehen lassen, die Führhand von Arthur Abraham. Er müsste sie einfach jetzt auch mal einsetzen wieder. So bietet der Farias die Möglichkeit, mit seiner eigenen Linken wieder nach vorn zu gehen. Farias, der bis Cruiser hoch schon geboxt hat, aber angeblich keine Probleme hatte, dieses Gewicht hier von 76,2 wieder zu erreichen, hat gestern beim Wiegen 75,3 auf die Waage gebracht. 76 Kilo sind es bei Arthur Abraham gewesen, der einen Tag davor noch anderthalb Kilo drüber war. Das ist eine dieser Disziplinlosigkeiten, die Uli Wegner überhaupt nicht schmecken und die er nicht leiden. Empieza el tercero, empieza el cuarto ahora. Tranquilo, no tomes agua. El quinto empieza ahora. Tranquilo. ¿Cómo estamos?
Es el ahogo, es el ahogo, es el ahogo, no pasa nada, toma. Vas a cambiar el aire ahora. Es el ahogo, el cambio de aire, ¿cómo estamos? Tranqui, moviendo las manos. Lo que no tenés que quedarte quieto. Cuando vos no sacás las manos, no te quedes quieto. El tipo es lento de la cabeza. Si vos no lo dejás pensar, lo vas a bailar. Está muerto, está muerto, vamos. Cuando erra tipo, pase lo justo. Hier nochmal eine der Aktionen aus der Runde. Arthur Abraham ungestüm im Vorwärtsgang, aber Farias dann mit der Rechten auch wieder zurückkommen. Ein, zwei Treffer waren schon dabei, aber auch hier einer von Farias. Tranquilo wird angemahnt in der Ecke des Spaniers. Er soll ruhig bleiben und Lento nicht zu schnell. Er soll versuchen, seine eigene Pace, sein Tempo zu finden. Leichte Punktvorteile bisher trotzdem für Arthur Abraham. Nach unserer Rechnung, aber es geht ja nicht nur darum, diesen Kampf zu gewinnen. Henry Maske hat das im Vorfeld auch gesagt. Es geht darum, auch einen überzeugenden Auftritt hinzulegen und, wie Uli Wegner es formuliert hat, die Fans zurückzugewinnen, die er verschreckt hat, die erschrocken waren nach den Vorstellungen, vor allem gegen Frotch und gegen Ward. Treffer. Und jetzt wird eingezählt. Zum ersten Mal. Pablo Oscar Natalio Farias. Es ist die ominöse fünfte Runde, in der Arthur Abraham offensichtlich Schluss machen möchte. Schon 9 bis 9 gezählt. Er geht noch mal rein. Die Regel mit 3 Niederschlägen gilt nicht. Aber es sieht so aus, als könne er nicht mehr weitermachen. Aus. Der Kampf ist aus. K.O.-Sieg von Arthur Abraham vor den Augen von Kalle Sauerlands. Und allen Fans hier in der ausverkauften Baden Arena. Da ist er wieder. Der K.O.-König. Aber hat die Klasse von Farias wirklich ausgereicht, um zu sagen, dass er ganz wieder der Alte ist? Juan Pablo Hernandez in Frankfurt am 4. im Weltmeisterschaftsgefecht gegen Cunningham. Und die beiden im Ring. Abraham ist eine Nummer zu groß gewesen für den Müllmann aus Buenos Aires. Der erste Niederschlag. Hier der Körpertreffer zu hart. Und dann noch mal leicht nachgewischt. Der zweite Niederschlag in dieser fünften Runde. Nochmal der zweite aus einer anderen Perspektive. Da macht es jetzt auch schon die Summe der Treffer und gar nicht mal die Härte des Einzelnen. Und er dankt auf dem Seil. Europe Champion aus dem Sauerland-Team aus Berlin, aus Deutschland, Arthur Abraham. Jetzt kriegt er da noch einen Gürtel. Es geht